Hey ho, erstmal muss ich mich kurz vorstellen, ich bin der Hydro von Illuminati Games und es geht direkt weiter, da das Video nicht so lang sein darf. Zu der Nebenfrage, ja, ich spiele selbst Minecraft und ja, ich finde es gut, allerdings nur den Aspekt dieses von dem Baumodus an sich und zwar das Ganze dann quasi ohne Monster etc. Muss man sagen, wirklich ein sehr gelungenes Spiel. Um die Hauptfrage zu beantworten, des Minecraft-Hypes, der momentan läuft. Meine Meinung dazu ist, ich nehme es einfach mal an. Ich will da jetzt natürlich keinem was unterstellen. Allerdings sieht man ja an Gronkh, dass man durch so ein LP einiges an Abonnenten gewinnen kann. Dazu muss man sagen, Gronkh macht halt wirklich super geile Let's Plays. Jetzt mal von seinem Minecraft-Let's Play abgesehen, auch seine anderen sind super. Und ich denke mal dadurch, dass einige oder auch viele denken, hey, vielleicht kann ich durch ein Minecraft-Let's Play auch einiges an Abonnenten bekommen. Ich nehme an, von 50% oder ja, doch 50% der momentanigen Minecraft-Let's Player sagen sich vielleicht, dadurch kriegt man viele Abonnenten, dass da so ein bisschen im Hintergrund die Abo-Geilheit steckt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, es ist ein super Spiel. Es hat schlagartig viele ja, User bekommen dieses Spiel, die sich dort angemeldet haben, beziehungsweise sich das Spiel gekauft haben. Und da ist es ja nicht absehbar, dass es dazu viele Let's Plays geben wird. Ich meine, jeder Let's Play, das, was ihm Spaß macht, dieses Spiel macht Spaß. Also warum soll man es nicht Let's Playen? Aber ich sage, das ist momentan auch nur ein Trend, der sich bestimmt wieder schnell legen wird. Wie man ja schon in den Let's Play News gesehen hat, gibt es ja schon viele, die das Minecraft-LP abbrechen, weil es momentan einfach zu viele gibt. So wird es bestimmt auch noch anderen gehen. Von daher nehme ich mal an, dass der Trend sich auch bald wieder so halbwegs gelegt haben wird. Ansonsten, ja, kann ich nicht wirklich mehr dazu sagen, zu diesem Minecraft-Hype. Das ist meine momentanige Meinung dazu und wie es dazu gekommen ist. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao.